Jo Leute, was geht? Willkommen zu neuen Daily Vlog. Und ja, wie geht's euch? Hoffentlich cool. Und ja, ich bin schon wieder am Sündigen. Wieder bei Maccas und diesmal mit der Carina von Maccom. Und ja, wir gehen noch heute ins Kino, Guardians of the Galaxy anschauen. Und ich habe es noch nicht gesehen. Alle anderen haben schon alle gesehen und haben gesagt, dass der Film Hammer ist. Ist jetzt auch noch nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung, ich bin sehr gespannt, aber ich glaube, es wird geil. Ich bin auch mal gespannt, wie es wird. Wir futtern jetzt erstmal und dann gehen wir los. Und ja, sorry, dass ich gestern keinen Daily-Vlog geschafft habe, weil ich bin so fertig gewesen. Musste ja für das neue Video schneiden und alles und dran. Bisschen kompliziert, ich war ziemlich sehr müde und alles. Und ja, kann man mir verzeihen, oder? Ja, man verzeiht dir. Oh. Okay, wir essen jetzt. Ja, wir sind jetzt gerade raus aus dem Kino und sind jetzt gerade am Bahnhof. Wunderschön. Der Münchner Hauptbahnhof, sehr schön. Sie muss nach Hause. Ja. Du magst es, ein Gesicht daran zu sehen, so wie. Ja, schon. Oh Gott. Ja, die Kamera ist lustig. Da kannst du wirklich, wenn du in Afrika bist, so ein Hallo. Dann mache ich sehr schön. Ja, bei Frauen sieht es süß aus, wenn die so machen. Naja, mehr oder weniger. Nee, und, kann man streiten. Ja, sie muss jetzt gleich los. So in 15 Minuten. Und wie fandest du den Film eigentlich? Ziemlich geil. Also ich kenne ja Marvel nicht so, aber ich fand's geil. Ich fand's auch voll lustig. Sozusagen die Erwartung ist in Erfüllung gegangen. Definitiv. Der Groot war am lustigsten. Irgendwie. Ich bin gut. Nee, aber jetzt bringe ich sie zum Bahnhof, halt zum Gleis und dann werde ich nach Hause düsen und dann fange ich da wieder weiter mit dem Vlog an. Ja. Jo. Tschüss. Jo, ich bin wieder zu Hause und ja, ich bin jetzt voll im Arsch und jetzt ist schon 10:30 und ja, keine Ahnung. Eigentlich wollte ich heute ein bisschen erzählen, warum gestern so ein mieser Tag bei mir war, aber dadurch, dass ich jetzt wieder nur 4 Stunden Schlaf hatte wegen dem Video für den Hauptkanal, wird dieser Daily Vlog ziemlich kurz sein. Sozusagen, es tut mir wirklich leid, aber ich bin auch nur ein Mensch und meine Augen. Und morgen werde ich ein komplettes Video über meinen Sonntag berichten, weil der Sonntag war wirklich so, wo ich mir denke, da ging mir so richtiger Brainfuck in meinen Kopf und das wollte ich halt ein bisschen mit euch teilen, weil dann könnt ihr auch ein bisschen verstehen, was bei mir so läuft im Köpfchen und alles und dran. Und ja, ich hoffe mal trotzdem, dass der Vlog euch ein bisschen gezeigt hat, was ich so heute getrieben habe und so. In diesem Sinne werde ich jetzt auf dieses Bett hinlegen und ja, und schlafen. In diesem Sinne sehen wir uns morgen wieder in alter Frische und ja, ciao!